und wieder auf die Mainzer Domuhr genau, 7.45 Uhr am Montagmorgen. Und die Woche startet mit Nino am Morgen. Und da ist er auch schon wieder, frisch und munter. Gut durchs Wochenende gekommen, Nino. Munter, würde ich sagen, munter. Das ist doch schon mal gut. Aber auch wieder einige Termine. Ja, ganz gut durchs Wochenende gekommen. Mhm. Klar, Fasnacht, Fasnachtszeit. War man natürlich wieder viel unterwegs auf verschiedensten Sitzungen. Prinzengarde, GCV-Sitzung am Samstag. Gestern war ein Novum, ich war parallel auf zwei Sitzungen. Das hat es so auch noch nicht gegeben. Und zwar erst bei der Stadionsitzung in Mainz und dann waren wir auch noch dazwischen auf der Kindersitzung in Marienborn bei den Brunneputzern. Und dann sind wir danach übrigens wieder zurück ins Stadion. Also das war ordentlich gefüllt. Was auch ordentlich gefüllt war, war bei den Marienborner Brunneputzern der Kreppel, den wir essen mussten. Sie haben dann den Ortsvorsteher, den Präsident der Brunneputzer, ich glaube noch den Vizepräsident und mich auf die Bühne geholt. Und wir sollten ein Kreppel-Wettessen durchführen. Das haben wir auch getan. Und dann stellte jeder spätestens auf dem zweiten Biss fest, die Kreppel sind nicht gefüllt mit Marmelade, sondern mit Senf. Ich wollte gerade fragen, wo ist der Haken? Da ist der Haken. Da musste man sich schon durchkämpfen. Aber ist ja Wahlkampf, deswegen kämpft man, ne? Klar. Ja. Ich bin leider nur Zweiter geworden. Aber immerhin, das war in der Regel ganz, ich denke, ganz beachtlich. Tapfer geschlagen, sehr schön, sehr schön. Und im Stadion, wie hieß da? Das war, glaube ich, die erste Stadionsitzung, oder? Tolles Format, wirklich. Mhm. Also wirklich ein tolles Format, weil es auch, glaube ich, dazu dient, Menschen einfach mal auf die Sitzung zu ziehen, die damit vielleicht sonst nicht so viel in Kontakt kommen. Ja, das ist, glaube ich, eine tolle Erweiterung der bisherigen Fasnachtsveranstaltungsorte, die wir so kennen. Und es war auch der Herr Bocchius, der Andreas Bocchius, der Moderator, hat dann auch gesagt, es sei laut den verkauften Karten die größte Sitzung, die je in Mainz stattgefunden hat. Mhm. Mit 3.011 Zuschauern. Also die 11 ist wichtig. Wunderbar. Die ist wichtig und wir waren dabei. Super. Ja, ich hätte euch noch ein bisschen schöneres Wetter gewünscht. War leider gestern nicht so das Ausgehwetter. Aber auf alle Fälle hat es ja dann wohl Spaß gemacht. Das ist ja schon mal schön. Also außer die ersten zwei Reihen blieben alle trocken. Wunderbar. Ja, wir haben so eine kleine Überleitung. Letztendlich haben wir vor anderthalb Wochen bei dem Thema Mainzer Fasnacht ja schon ein bisschen beleuchtet, wie viel bei der Mainzer Fasnacht eigentlich auch an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, zum Beispiel für die Jugend, also dass diese Vereine halt wirklich ganz, ganz viel für die Stadt tun. Und deswegen habe ich heute mal die Folge überschrieben mit dem Thema Ehrenamt in Mainz. Und uns ist es ja ganz direkt begegnet. Gleich zu Beginn haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir denn zum Beispiel der Mainzer Tafel und den Mainzer Brotkörben helfen, die ja alle um Hilfe gerufen haben, weil es einfach nicht mehr genug Lebensmittel gibt zu verteilen. Und dann war ja eine der ersten Ideen, die du da letztendlich hier in Mainz hattest, lass uns mal die Menschen direkt ansprechen. Und darüber kamen wir natürlich nochmal ganz, ganz direkt mit dem Ehrenamt in Kontakt, hatten auch dort vor Ort Termine. Wie hast du das erlebt? Ja, also wir haben natürlich jetzt bei den Tafeln und auch beim Brotkorb das gesehen, was wir auch bei anderen Einrichtungen gesehen haben, dass die Ehrenämterinnen ihnen dort mitunter weggebrochen sind. Ne? Das auch in der Corona-Zeit natürlich etwas war, was dann nicht mehr geworden ist. Das heißt, wir haben da schon ein Problem, dass wir die Leute auf jeden Fall in den Ämtern halten. Und ich finde eben auch, vieles, was beim Ehrenamt gemacht wird, ist eigentlich kommunale Aufgabe, ja, Vorsorge. Also nicht nur das Thema jetzt Lebensmittelverteilung oder auch das Thema, wo wir vielleicht gleich noch hinkommen, Sportgruppenleiter und Sporttrainingsleiterin, sondern auch zum Beispiel Themen wie soziale Beratung, Sozialberatung. Das wird zum Beispiel auch von verschiedenen Vereinen aufgefangen. Also ich habe mich ja vor einigen Wochen mit Vertreterinnen des Hildegard-Haus getroffen. Das ist auch in der im Sozialverband der katholischen Frauen. Und dort muss man auch sagen, da werden Aufgaben geleistet, die man sich sogar eigentlich bei der Kommune wünschen würde. Ne? Sozialberatung, also welchen Anspruch auf Leistung habe ich, wie kann ich das angehen? Solche Geschichten rund um die sozialen Unterstützungsleistungen.
Und da muss man schon sagen, da müssen wir schon, das muss man auch anerkennen. Und daher habe ich vorgeschlagen, für mehrjährige Ehrenämterinnen, also sagen wir mal ab dem 2. Jahr, damit eben nicht jeder damit anfängt, nur damit zu bekommen, einen stark vergünstigten, vielleicht sogar einen kostenfreien ÖPNV anzubieten. Ich finde, das wäre etwas, was unbürokratisch ginge. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel das Thema Anerkennung von Rentenpunkten für ehrenamtliche Leistung. Das ist dann sicherlich ein Thema, was über Mainz noch hinausgeht. Aber das sind Sachen, die wir machen müssen. Und wie gesagt, lokal denke ich über so ein Thema ÖPNV extrem vergünstigt oder eben vielleicht sogar kostenlos für Leute ab dem 2. Jahr Ehrenamt, halte ich für eine sehr richtige Entscheidung. Ja, also wir haben es ja ganz unmittelbar erlebt, als wir die Übergabe der Spenden im Mainzer Brotkorb, das war in Weisenau, hatten. Da waren wir persönlich vor Ort und war eine wirklich super nette Atmosphäre, super nett empfangen und haben sich super gefreut, dass wir uns da letztendlich so engagiert haben. Und ich kann mich halt so dran erinnern, wo dann eine dort tätige Mitarbeiterin sagte: Ihr müsst mal langsam gucken, dass wir hier Nachwuchs bekommen. Und jetzt hört sich ja Nachwuchs immer sehr jung an, aber sie sagte halt eben, wir sind damals hier reingekommen mit 60, 65, nur wir sind jetzt halt tatsächlich über 75 schon. Und wir suchen also Nachwuchs im Sinne von auch tatsächlich halt eben vielleicht auch wieder 60 plus, diejenigen, die dann vielleicht jetzt in Rente gehen und. Also da ist ganz, ganz dringend Unterstützung geboten, weil, wie gesagt, die leisten Enormes und es ist ja auch eine körperliche Belastung, muss man mal ganz klar sagen. Diese ganzen Kisten, die da durch die Gegend geschleppt werden, also das ist ja nichts, dass man da nur steht und ein bisschen Ware ausgibt. Ja, Nein, nein, ganz also und gar nicht. Nee. ja. Also es ist schon anstrengend. Deswegen können auch ruhig diejenigen, die sich dort melden, sogar noch jünger sein. Zum Beispiel beim Brotkorb in Weisenau. Da war es dann, da muss man ein, geht es um einmal in der Woche 7 bis 9 Uhr an einem Mittwochmorgen. Also das sind oft Sachen, die kriegen viele Leute schon noch ihren Tagesablauf unter. Man muss es nur wissen. Deswegen kann ich nur raten, auf die Homepage zu gehen. Brotkorb läuft unter der Caritas. Aber Google hilft da und die Tafel hat ja ihre eigene Homepage und dort kann man schauen, wie man dort noch helfen kann. Und man muss ja auch sagen, dieses Ehrenamt, was wir haben, das zeigt manchmal sogar auch, was eine Stadt vielleicht besser machen kann. Also wenn man mal den Menschen dort mehr Raum gibt. Ich will da ein kurzes Beispiel nennen und nicht sagen, warum ich das nenne. Ich war mal letzte Woche beim Mainzer Schwimmverein. Und dort wurde ja zum Beispiel das Schwimmbad in Mombach übernommen. Das waren auch Leute, die haben sich vorher ehrenamtlich engagiert, aber diese waren eben ehrenamtlich von dem Thema gepackt, dass sie das Schwimmen in Mainz unterstützen wollen, ne? Dass genug Kinder und Jugendliche schwimmen lernen und dass sie den Schwimmsport hochhalten. Und aus diesem ehrenamtlichen Engagement ist dann quasi erwachsen, dass sie dann im Jahr 2006, als die Stadt das Mombacher Schwimmbad aufgegeben hatte, weil es jedes Jahr 3,5 Millionen Verlust gemacht hat und komplett renoviert werden musste. Die haben es dann übernommen und führen das seitdem sehr, sehr erfolgreich, sogar auf dem Weg dahin, dass sie es profitabel führen und es gleichzeitig saniert haben. Also man sieht, wenn Leute da so ein Herzblut für erwecken und dann vernünftig in einem Verein da arbeiten, auch mit Ehrenämtlern, natürlich haben die auch ehrenamtliche Unterstützung, auch jetzt aktuell noch, dann kann da was ganz, ganz Großes draus entstehen. Deswegen möchte ich das Thema Ehrenamt einfach so fördern, weil es unser bürgerschaftliches Engagement einfach aufblühen lässt und dort, glaube ich, Potenziale freisetzt, die wir teilweise noch gar nicht kennen. Ja, also man sieht ja auch an dieser Situation jetzt bei der Mainzer Tafel, das geht ja gar nicht mehr, ich sage mal so, als lockere Organisation von Ehrenamtlichen, Nein. sondern das muss ja alles wirklich straff organisiert sein. Und ich glaube, das ist genau immer diese Hürde, die es dann halt auch irgendwann zu nehmen gibt, weil wenn es dann tatsächlich aufgrund einer privaten Initiative anfängt, gut zu laufen, dann kommen ja genau diese Themen. Wie organisieren wir das? Wie organisieren wir Räumlichkeiten? Also das heißt, wenn man mal diese Hürde dann tatsächlich halt eben übernimmt, also überspringt, dann kann das natürlich halt eben auch wirklich diese Professionalität bekommen, die zum Beispiel jetzt halt eben eine Mainzer Tafel im Rahmen der gesamten Tafeln in Deutschland halt eben hat. Das ist jetzt mittlerweile ja eine Marke geworden, ja, muss aber natürlich auch entsprechend organisiert werden. Nur dahinter sind ganz, ganz viele kleine Initiativen, die dann halt eben nicht diesen Sprung schaffen und die mehr Unterstützung brauchen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man denen dann
auch eine entsprechende Plattform bieten, sagst du, sich zu präsentieren und mit ihnen zu sprechen. Und das, wie gesagt, Beispiel von dir zeigt ja, was daraus entstehen kann. Ja, ja, genau. Das Genau. Thema, Also das ist, ja. deswegen müssen wir da einfach als Stadt eben auch uns klar machen, und das ist vielleicht die Kernaussage, dass wir daran investieren müssen. Einmal in die Menschen, die das Ehrenamt betreiben, und auch daran investieren müssen, ob sie die räumlichen Begebenheiten vorfinden, die sie brauchen. Ne, das sind genau. bei der Tafel und bei den Lebensmittelhilfen Räume. Das sind bei den Sportvereinen natürlich dann auch Sportstätten, weil auch die Leute, die dort trainieren und die Kinder, die dort Training geben, auch die sollen eine Wertschätzung dadurch erfahren, dass sie sehen, die Stadt kümmert sich darum, dass wir hier in einer guten Umgebung arbeiten. Ja. Also es gibt ja das Ehrenamtsbüro hier in Mainz, ja. Ist aber letztendlich ja auch eingebettet in das Thema Rheinland-Pfalz. Also es gibt auch da so eine Karte genau. mit so ein paar Vergünstigungen, aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen dieses, genau. Also es ja. fehlt so ein bisschen dieses Mainz-spezifische, dass man hier nochmal wirklich einen Schub dann halt eben gibt. Diese Vergünstigungen, es gibt diesen natürlich schon einen Schritt in die richtige Richtung, ne? Dass du vergünstigten Zugang zu Museen, zu Theater etc. bekommst. Ich persönlich glaube allerdings, dass es noch etwas braucht, was eben noch viel, viel mehr im Alltag verankert ist. Und deswegen schlage ich eben eher den Bereich ÖPNV vor, den noch mit dazu zu nehmen. Das halte ich, glaube ich, für eine gute Sache, damit wir quasi dort dieses ehrenamtliche Engagement noch stärker und ausreichend anerkennen. Ja, zumal man ja irgendwie zu diesem Termin auch hinkommen muss. Also ich meine, sehe letztendlich, ich wenn so. Ich das hier immer noch mit einer Busfahrt ein Ticket verbinde, dann habe ich für jeden Einsatz, du hast ja. gesagt, für 2 Stunden Einsatz hätte ich dann halt eben über 6 Euro auf der Uhr oder wir hoffen natürlich aufs 49-Euro-Ticket. Aber trotzdem, das sind ja. letztendlich Belastungen, die dann nochmal zusätzlich ja. kommen. Ja, also ja. ich denke auch, das wäre genau. schon mal das Mindeste, was man da an Vergünstigungen bringen sollte, damit sie überhaupt dorthin kommen. Du hast genau. es auch in der Politik schon oft thematisiert. Dort haben wir es ja auch mit Ehrenamt zu tun. Und das ist vielleicht so ein bisschen was, was immer so ein bisschen untergeht, wie viel Ehrenamt auch in der Politik geleistet wird, zum Beispiel bei das den stimmt, Ortsbeiräten. Das stimmt. Ja, und also da haben wir es ja zum Beispiel mit einer Situation zu tun, wo du ja auch sagst, also wenn sich da jetzt jemand schon so auch einbringt, ehrenamtlich, so viel Zeit investiert im Rahmen eines Ortsbeirats, dann auch Wertschätzung, zumindest die Dinge, die dort dann halt eben erarbeitet werden, dass sie dann auch gehört werden. Das soll der Mindestanspruch ja. sein an eine ehrenamtliche Tätigkeit, weil man macht es ja, um etwas zu bewirken. Wenn ich etwas tue, wo ich nicht wirken kann, wird schwierig, oder? Ja, ja, sehe ich auch so. Ja. Das ist eben auch genauso ein Punkt, ne? Die Anerkennung, also das, was man sagt, was man erarbeitet, dann auch, dass jemand dann weiß, ob das transparent umgesetzt wird oder ob was ist eigentlich der, wie wurde denn diese Idee, die dann formuliert wurde oder diese Anfrage, wie wurde das denn jetzt umgesetzt? Und ich finde, da fehlt es auch oft einfach an Rückmeldung. Also unabhängig davon, dass die Ortsbeiräte in den letzten Jahren tatsächlich in den Rechten beschnitten wurden, was ich sehr, sehr schlecht finde, keine gute Entwicklung ist. Aber auch unabhängig davon, wenn sich schon jemand ehrenamtlich engagiert, und das kann übrigens auch jemand außerhalb des Ortsbeirats sein, der sich Gedanken dazu macht, wie die Verkehrsführung bei sich in der Umgebung verbessert werden könnte. Ja, das gibt's ja auch. Die Leute, ehrenamtliches Engagement ist für mich auch, dass jemand aus der Bevölkerung sich hinsetzt und eine Mail an die Stadt schreibt und ihnen sagt, hier, pass mal auf, die und die Verkehrssituation haben wir hier bei mir im Ort, in Mombach meinetwegen. Ich glaube, so könnten wir es besser machen. Was haltet ihr davon? Es muss ja zumindest eine Rückmeldung kommen. Und das, weiß ich, passiert eben oft nicht. Und da müssen wir auch da müssen wir besser werden. Ne? Weil das ist für mich auch Anerkennung. Wenn Leute eher ihre Arbeit machen und dann etwas formulieren, müssen sie auch irgendwann wissen, was ist denn damit passiert mit der Idee. Und das sind übrigens auch Sachen, die halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja. Also wir sehen, es sind ganz, ganz viele ja, Möglichkeiten, Ehrenamt hier in unserer Stadt noch die Wertschätzung entgegenzubringen, die es verdient und dafür zu sorgen, dass in dem Moment, wo man es auch tatsächlich in den Fokus wieder rückt, dafür zu sorgen, dass Nachwuchsprobleme letztendlich auch gelöst werden und durch Vergünstigung oder dann halt eben auch wirklich direkte Wertschätzung dazu beiträgt, dass dort dann halt eben auch diese teilweise wirklich schwere Arbeit, die anstrengende Arbeit Klar. dann halt eben belohnt wird, weil man sagt, ja, ich habe auch wirklich ein sehr gutes Gefühl dabei. Darum geht es ja den Menschen, ja. Genau. Ja, wir haben das schon auch wieder richtig. Unsere Viertelstunde. Ja,
rum. Wir haben gleich wieder die Domuhr im Hintergrund. Die geht wie im Fluge. Die geht so im Fluge, ja. Und ich sehe auch, das ist ja ganz witzig, bei dir wird es jetzt auch immer schön hell im Hintergrund. Also wir haben jetzt tatsächlich, langsam geht es Richtung Frühjahr gefühlt. Also wunderbar. Stimmt. Vor zwei Wochen saßen wir bis zum Ende noch im Dunkeln. Da hast du recht. Genau. Lass uns noch mal einen Blick auf die Woche werfen. Was passiert noch in der letzten Woche? 6 Tage bis zur Wahl. Also der Countdown läuft natürlich weiter. Ach ja, stimmt, der Countdown. Ja. Wir haben quasi 8 und 7 übersprungen wegen des Wochenendes. 6, genau. Wir haben noch 2 Podien. Und zwar morgen von der FAZ, morgen Abend, oben auf der Zitadelle, in der Kulturei. Und das am Donnerstag haben wir den großen Talk nochmal der Unimedizin. Geht es auch viel natürlich um Biotechnologiestandort, um Pflegestandort. Ist aber, soweit ich weiß, tatsächlich sogar nur intern für Unimedizins Mitarbeiterinnen. Ja, ja. Müsste ich nochmal nachschauen. Ist, glaube ich, so. Also morgen FAZ wäre der letzte öffentliche Podiumstalk mit allen Kandidatinnen. Muss man sich anmelden? Und ich weiß gar nicht, ob es noch Plätze gibt. Müsste ich mal schauen. Weißt du da was? Hast du da mal geguckt? Nee, also ich habe leider auch nichts mehr gehört. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch schon tatsächlich gefüllt. Ja, ich hatte es jetzt auch nicht mehr auf die Webseite genommen, um da jetzt niemanden, ich sag mal so, hinzuschicken, der dann am Ende keinen Platz mehr bekommt. Und bei der Unimedizin war das auch tatsächlich meine Information, dass das eine geschlossene Veranstaltung ist. Ja, aber wir haben noch ein bisschen Bäckertour, das heißt ein paar Möglichkeiten gibt es noch, also wir haben noch, schaut auf die Termine. Das findet man alles bei mir auf der Homepage oder auf Instagram, ich glaube auf Facebook werden die Sachen auch gepostet, das heißt dort findet man alles, wo wir jetzt die nächsten 5 Tage nochmal live unterwegs sind und das sind sogar noch ein paar Termine. Wunderbar. Und wir sehen uns morgen live um 7.45 Uhr wieder und bedanken uns bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörern und Zuhörern und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier in Mainz im Ehrenamt tätig sind und diese Stadt hier wirklich derart unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch. Also so ist es. Bis dahin, danke. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss.